Der Wahlbezirk von Daniel Caspary reicht vom Schwarzwald über die Rheinebene bis zum Odenwald. Der gebürtige Nordbadener vertritt damit einen Bezirk, der 9 Bundestagswahlkreisen entspricht. Wenn man Caspary, der im Europaparlament den Vorsitz der CDU-CSU-Gruppe innehat, nach der Zukunft des Europaparlaments fragt, dann fallen Begriffe wie Bescheidenheit oder Sparsamkeit. Wenn es nach ihm geht, dann soll das Europaparlament kleiner werden, und zwar deutlich. Wenn hingegen die Abgeordnete Pervenschieber es über die Zusammensetzung des Europaparlaments spricht, dann ist von einem sehr großen Defizit die Rede. Damit meint die Französin aus dem Wahlbezirk Île-de-France die unzureichende Berücksichtigung ihres eigenen Landes und anderer EU-Mitgliedstaaten bei der Mandatsverteilung. Baes setzt sich deshalb dafür ein, dass die Zahl der französischen Abgeordneten im Europaparlament demnächst von 74 auf 78 steigt. Das bestehende Missverhältnis zulasten Frankreichs bei der Aufschlüsselung der Sitze müsse ein Ende haben, fordert sie. Die Klage der Sozialistin ist berechtigt, denn jeder einzelne Europaabgeordnete Frankreichs muss rein statistisch so viele Menschen vertreten wie kein Parlamentarier aus einem anderen EU-Land. Während ein französischer Parlamentarier im Schnitt für 900.833 Menschen spricht, sind es bei einem maltesischen Abgeordneten nur 72.401 Personen. Dies entspricht im Grundsatz durchaus dem Prinzip der degressiven Proportionalität. Sprich, größere Staaten wie Deutschland oder Frankreich verfügten im EU-Parlament über mehr Sitze als kleinere Staaten. Allerdings fallen bei den Europawahlen die Stimmen in den kleineren Ländern stärker ins Gewicht, in Malta oder Luxemburg sind weniger Stimmen zur Wahl eines Abgeordneten nötig. Es gibt aber ein Problem: In der bestehenden Sitzverteilung existieren Unwuchten, die mehrere Staaten benachteiligen, an erster Stelle Frankreich und Spanien. Dass sich in diesen Tagen Abgeordnete wie der CDU-Mann Caspary und die Sozialistin Baes mit der Sitzverteilung im Straßburger Parlament befassen, hat mit dem Brexit zu tun. Wenn Großbritannien voraussichtlich im März 2019 aus der EU austritt, fallen auch die 73 britischen Mandate im EU-Parlament weg. Wenn es allein nach dem Willen von Caspary und der Abgeordneten von CDU und CSU gegangen wäre, hätte dies zu einer Schrumpfkur in der Abgeordnetenkammer mit ihren derzeit 751 Abgeordneten geführt, die nach Abzug aller britischen Mandate nur 678 Sitze umfasst hätte. Das wäre ein gutes Zeichen, sagt Caspary. Bei der Debatte unter den Straßburger Abgeordneten geht es letztlich auch um das Selbstverständnis eines Parlaments, dem das Bundesverfassungsgericht vor knapp 4 Jahren in einem umstrittenen Sperrklausel-Urteil bescheinigte, dass es eher als der Bundestag mit einer parteipolitischen Zersplitterung leben könne. Ein verschlanktes Europaparlament, so lautet das Kalkül der Befürworter einer deutlich verkleinerten Kammer, dürfte auch im Ansehen der Bürger steigen. Allerdings wird die Schrumpfung des EU-Parlaments nicht so vonstatten gehen, wie es sich die Unionsleute wünschen. Ein Entwurf des zuständigen Verfassungsausschusses sieht vor, dass nach dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs nur 51 der britischen Sitze wegfallen.